Jo Leute, ich bin's wieder, euer DigiDream, und ich heiße euch jetzt kommen in War Thunder. Heute geht's ja Panzerfahren mit Fliegen im Anschluss eventuell. Also ihr seht, ich bin auf realistischen Panzerschlachten da. Und wollte eigentlich, ich habe es ja angekündigt, ich wollte die A10. Ich habe jetzt mehrere Aufnahmen probiert und in jeder Schlacht ist dasselbe passiert. Aufgrund der schlechten Panzerqualität, die ich leider dabei habe, weil die A10 ist Rating 10.0. So, das höchste, was ich an Panzern aufwiegen kann, ist den XM1 Rating 9.3. Ist nicht schlecht, aber hält leider nicht allzu lange durch. Ansonsten habe ich hier den Sheridan am Laufen und den M60. Das und ja gut, die Flak war nun mal eine Idee, aber das funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Und ich habe jetzt mehrmals es probiert. Ehrlich gesagt, ich komme auf diese Punkte nicht drauf. Ich brauche 700 Punkte, um das Ding nutzen zu können. Und es die Zeit hat mir zwischenzeitlich mal den Kopf hat mir halt reingesprungen, ne? Zwischenzeitlich und ja, viele andere Faktoren. Also, nimmt's mir nicht übel. Wir machen das jetzt hier, nimmt's mir aber nicht übel, wenn es wegen der A10, wenn es nicht klappt. Nimmt mir das bitte nicht übel. Und dazu muss ich halt auch sagen, ich bin realistisch Panzerfahren mit kleineren Fahrzeugen, also Zweiten Weltkrieg Panzern, mehr gewöhnt als mit diesen modernen. Ich bin hier mit den modernen schon seit über 3 oder 4 Monaten nicht mehr in die Schlacht gegangen. Also ich weiß so im Groben noch, ja, das ist eine falsche Aussage, das kann man ja nicht verlernen, aber ich weiß, worauf ich schon achten muss, aber trotzdem. Ja, ich bin halt so sehr an den Arcade-Kram gewöhnt. Das gebe ich persönlich zu. Aber ich spiele halt auch gerne Arcade. Und dieser Kanal steht ja eigentlich für die Arcade-Games, ne? Für die Arcade-Schlachten in War Thunder. Daher, ja, werde ich vielleicht nicht die absolute Top-Leistung jetzt rausholen können, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid, was ich in Arcade halt fabriziere. Da bitte ich euch, ja, seid mit mir milde, ne? Ich probiere mein Bestes, aber ja, hab halt auch nicht. Das war eine blöde Ankündigung, gebe ich persönlich so. Ich habe halt gedacht, komm, das schaffst du mit fliegenden Fahren. Ich habe echt gedacht, komm, das schaffe ich 1A. Ich nehme den Sheridan, markiere alle, mach damit die Punkte, gehe dann in A10, rock alles nieder. Ja, es ist dann aber doch nicht so. Also ich habe jetzt gefühlt 60, 70 Schlachten gemacht. Also gestern und heute bis zu einem gewissen Zeitraum. Und wir probieren jetzt einfach. Es kommt einfach nicht so, wie ich es will. Ich habe so viele Aufnahmen probiert und es ist nie so geworden, wie es soll. Und jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein. Okay, wir sind Normandie. Könnte was werden. Also gut, die Felder von Normandie. Könnte eventuell was werden, aber ja. Könnte. Könnte oder könnte auch nicht. Die Frage, wo fahre ich hin? Die Frage erübrigt sich jetzt. Ich stelle jetzt mal wieder hier um. Ich habe mit einer Weile rausgefunden, dass diese Rakete doch nicht so schlecht ist. Die Nachladezeit ist halt das Bösartige. So, ihr seht, ich brauche 685 Punkte. Das ist für euch Profi-realistisch Panzerfahrer draußen ist das easy. Aber für einen wie mich, der mehr an der Karte gewöhnt ist, das ist so viel. Ja. Deshalb vermisse ich die Zeiten, wo wir noch im Panzer Arcade noch die Möglichkeit hatten, unsere eigenen Flieger mitzunehmen. Und wir so viele Panzer mitnehmen konnten, wie wir wollten, also wie viele Slots wir hatten. Ne? Denn diesen Modus, diese Form gab es. Ganz am Anfang. Das wurde dann aber geändert. Okay, da sind Markierungen, da spielen die Artillerie rein. Die meisten sind so schlau und fahren an der Seite dran. Und ich werde das jetzt auch tun. Hier gar nichts.
Feldpanzer, aber wir müssen vorsichtig sein, der ist ganz schön gut geworden. Okay, den. In der Nachladezeit. Ich bleib trotzdem auf dem Punkt. Ich bleib weiterhin auf dem Punkt. Und dann schon was nach. Kannst du nicht einfach kaputt gehen? 485mm Durchschlagskraft und sofern ich das noch richtig weiß, ist der Begleitpanzer jetzt nicht so gut gepanzert. Wie steht er da immer noch? Ach, das war ein Puma. Das war der Puma. Okay, Leute, das dürft ihr mir nicht übel nehmen. Also das, den habe ich nicht gleich erkannt. Ich habe jetzt mich darauf konzentriert, dass irgendwo Begleitpanzer ist. Und auf einmal plong. Das war der Puma. Ja, gut. Puma ist eine andere Geschichte. Puma ist wirklich eine andere Geschichte. Da darf ich mich nicht wundern. Der hat sehr viel Reaktivpanzerung an sich dran geklatscht. Ich wollte schon sagen, sehr viel Zusatzschutz, aber ich wollte es im Fachausdruck benutzen. So, das Monster ist wieder da, neben unseren Dato-Kollegen. Ja, ich weiß, ich weiß. Komm ich durch. Komm ich richtig durch. Wow. Das war ein bisschen Teamwork. Okay. Gut, ich kann ihn jetzt nicht einfach nur nicht treffen. Das sind 5 Sekunden. So, wir gucken mal. Wir können nämlich durch hier. Ich dachte, das Ding zeigt mir auch die 5 auf. Oder die 685. Okay, ich halte mich mal an diesem Webtyp. Der ist jetzt ein bisschen mehr an und so. Das ist schlecht. All meine alten guten Profis werden mir weggenommen. Shit. Mein Gott. Ja, wirklich ein Rattenschiss. Da wo der Rauch ist, könnte eventuell einer sein. Oh, sieht aus. Scheiße. Was haben wir für Mutung? Scheiße! Oh, Lady. Jo, Heli im Spiel. Ah, warte mal, wir können ja... Ah, ich glaube, ich habe 400 Punkte gemacht oder so. Ist ein Heli im Spiel. Moment, Lese. Kann ja sein. Es sah so aus, als wäre direkt in der Nähe. Ich sehe ihn aber nicht. Okay, der Kollege hier ist auch gestorben. Gleich beim Spawnen mit seinem Abwehr. Gedöns. Also muss der hier irgendwo liegen. Hm. Ist der vielleicht schon von mir geballert worden? Das wäre es jetzt natürlich. Ich glaube nicht. Ich guck doch mal wieder hin, wo er hingezählt hat. Vielleicht sehen unsere Pilotenkollegen da. Oh, warte mal. Da ist er. Was? Ach, jetzt nicht. Am Spawn ist ein Wiesel. Wie soll man den denn sehen? Na ja, gut, geh ich mal auf die andere Seite. Scheiße, ey. Wie soll man den kleinen Wiesel denn sehen, ey? Der steht da im Busch. Der Busch ist über ihn. Der Busch ist über ihn gewachsen. Sag mir, wie es ist. Scheiße, ey. Das ist ein Fahrzeug, mit dem ich noch nie gearbeitet habe. Oh Mann. Tja. Also ihr seht, es ist für mich sehr schwierig.
Ihr könnt gerne Tipps reinschreiben als Kommis und so, aber bitte keine Beleidigungen oder sowas. Darauf habe ich echt kein Interesse. Die werden gleich gelöscht, weil ich mag keine... Ja. Wer will schon beleidigt werden, ne? Ich weiß, dass ich in der Karte, dass ich hier in realistisch gerade schlecht bin. Das weiß ich selber. Obwohl, ich hätte mich gerade so halbwegs gut. Und das mit dem Puma, I'm sorry. Ich habe mich intensiv darauf konzentriert, dass da Begleitpanzer drin ist und dachte, das Schussverhalten, was ich da gehört habe, das klingt wie... Ja. Ich bin aber dann geirrt. Das war der Puma, der böse Puma. Naja. Das war dann scheiße. Oh, und Rissi Damm hat ca. 60 B runtergeholt, was auch immer. Ah, jetzt weiß ich wieder, SK60, ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Der kleine Schwede. Der kleine Schwede von nebenan, wie man so schön sagt. Okay, das Ding da hinten stürzt wohl zu Boden wieder. Oh ja, der ist nicht. Okay, B ist auch genommen. C scheint wohl clean zu sein. Wir haben auch nicht mehr viele drin, da sind noch... Ja, wie ihr seht. Ah, die Fläche ist viel zu offen für den Panzer. Und ich habe mir kein Kropfzeug dran gemacht an meinem Panzer. Was man tun soll. In der Karte gibt es da so einen Bug, dass die Büsche vor einem herschweben lässt. Kommt nicht immer vor, aber ist mir in letzter Zeit auch wieder öfters mal aufgefallen. Also, ja, irgendwie muss das wohl ein Bug aus der Karte sein. Oder ist es allgemein so? Aber auf jeden Fall ist es ein kleiner, schöner Bach. So. Ja, also ihr seht, die Runde hier geht leider... Ja, wird leider nicht so, wie ich es mir erhoffe. 30 Punkte mehr. 568, ich brauche 640 Quetschte, also es reicht leider nicht aus. Schade eigentlich. Results. Ich hab's probiert. Ich hab hier versagt. Ich werde mich bessern, Leute. Das steht mal fest. Aber ich muss erstmal, ne, wieder mit den kleinen Panzern reingehen. Ja gut, wie oft mache ich realistisch Panzer fahren? ja, sehr geringfügig. Sehr geringfügig. Okay, Schussverhältnis. Wieder ist es von uns. Ne, das sieht aus, als wäre das ein Gegner. Die Frage ist, wo genau kommt es her? Hier ist eine Äußerstelle irgendwo. Irgendwo ist der Ecke. Und der Schuss her. Okay, der ist schon tot. Ne, das wird wirklich nicht mehr. Selbst wenn ich übel, Leute. C ist nicht clean. Wow. Ja gut, das rettet den jetzt auch nicht mehr den Tag. Schussverhältnis da, also Schussverhältnis sagt aus, jo, das war's. Ocelot ist auch tot. Ocelot, ja gut, nicht unser, ne? Ja, hey, beste Staffel für Platz 9, jetzt mal ehrlich, es ginge besser. Wie gesagt, bin mehr der Arcade-Gamer. Sie hätten uns den damaligen Modus nicht wegnehmen sollen. Also sie hätten uns Panzerfahrer in der Arcade es nicht wegnehmen sollen, trotzdem Flugzeuge, unsere eigenen, mitnehmen zu dürfen. Ne? Dann hätte ich das auch so machen können. Aber leider wird es nichts. Ja. Wurde es leider nichts. Ja, wir probieren jetzt noch eine Runde. Aber ich zweifle daran, dass das noch was wird. Also, einmal probieren wir es noch. Oh, hier könnte vielleicht... Die Karte kennen wir ja in- und auswendig. Hier kennen wir die größten Schwachstellen ever. So. Oh.
Sofern wir auf der richtigen Position landen, dann sind wir auch, können wir sogar von hier aus schön spotten. Hey, wir haben eine Möglichkeit. Eventuell, nimm mal Daumen, ihr wisst nicht mein. Ich kenne die Stelle. Und die Gegenpartei kennt sie auch sehr gut. Okay, bei A ist schon der erste aufgeplackt. Miet, mach mal Platz da. Okay, der hat ihn schon mal umgelegt. So. Ist doch was. Wieder ist nix. Das sieht aber so aus, als wäre da was, ne? Das sieht doch aus wie ein Panzer da hinten. Oh nee, warte, das ist der Bunker. Oh shit. Ich hab mich selbst verarscht. Aber ey, das sah erst aus wie ein Fahrgestell. Ich muss ja zu. Leider dauert es mit dem Fernglas so lange, dass ich da wieder markieren kann. Okay, der Schuss steht abgelehnt. Oh, der ist schon... Komm schon, lad doch, mach das Ding ja einfach klar. Hat er den jetzt umgebracht? Oder bereits aufgekehrt? Achso. Treffer, nichts. Ja gut, Abschlusshilfe. Hey, was will ich mehr? Ups, falsch. Hey! Was denn? Außersehen durchgeschaltet wohl von mir. Außersehen habe ich durchgeschaltet. Ich hab leider so nur... Oh, da hat irgendwas geschossen. Grün. Soll ich mal mehr sein? Au. Okay, was auch immer hier durchgeschmettert gerade ist. Obwohl, dieses Geräusch kennen wir ja auswendig. Okay, hier macht tatsächlich ein Dings rum. Oh shit, ey. Unsere Deckung ist weg. Okay, aber dafür habe ich ein bisschen bessere Sicht jetzt. Hat's auch was Gutes. Ja, seht ihr das da hinten? Für mich sah das erst aus wie ein Panzergestell. Für mich sah das wirklich aus wie so ein Panzergestell. Ich sehe hier niemanden. Ja, da oben ist eindeutig tot. Wieder! Alter Schwede! Jo, Espanol. Okay, wir haben ein Problem. Das können wir vielleicht klären. Vielleicht. Ich bin nicht, wie gesagt, ihr kennt mich. Ich bin nicht der beste Notabräumer, den ich... Ja. Oh, mein Tor bewegt sich so langsam. Scheiße. Oh, nicht so viel, der ist gewesen. Ja, sorry, Bro. Ist schon gut. Ich stell mich ja woanders hin. Nein. Schlimm mit den Leuten. Okay. Ich fällt gerade auf, ich muss meinen Monitor mal wieder sauber machen. Er sieht aus. Nimmt mir die klare Sicht. Ja. Okay, da oben ist irgendwo einer. Ansonsten...
können wir die Bäumchen wegmachen. Vielleicht kommen die Kollegen dann besser ran. Wer weiß das schon? Ja, was soll ich sagen? Flakpanzer hier in realistisch fahren, finde ich ein bisschen öde, ehrlich gesagt auch. Du hast nicht immer einen Piloten drin. Da ist nicht immer ein Pilot da. Daher kommt dann die ganze Langeweile auf. Jetzt habe ich jetzt hier, die A10 vom Himmel pflücken und bereue es gerade, weil ich die Idee hatte dazu. ITP? Ja gut, wieder wie er will, ne? Im Prinzip kann man hier alles mitnehmen. Ja gut, ITP, der braucht nicht für die Punkte, glaube ich. Scheiße. Ich weiß nicht, wo es herkam. Oben? Von der Seite? Ehrlich, ich weiß es nicht. Gehen wir lieber zurück. Ich weiß nicht, was bei mir stark getroffen worden ist. Okay. Was mich auch immer getroffen hat. Das war stark genug, um mir meine Soldaten zu nehmen. Zumindest am allerwertesten. Oh, da habe ich doch gerade was gesehen, oder? Ich dachte, da war was. Okay. Der ETP ist da reingeflogen. Oben ist so ein komischer Rauchvogel. Ey. Ich wollte schon sagen, ich kann meinen Turm nicht richtig mehr nutzen. Und das Radar, das ich da habe, ist jetzt auch nicht so das Nützlichste, würde ich behaupten. Naja gut, das ist halt von den ersten Anfängen, das ist nicht so... Okay, ich kann nur rückwärts. Und verarschen. Ah, er wollte einfach nur nicht richtig... Neigung darauf, dafür ist das Ding jetzt nicht gut. Oh, da hinten ist dann ein Spawn, ja, das stimmt. Da hinten ist ja ihr Spawn. Vielleicht kann ich jemanden anschmetteln. Ankritzeln, wie man so schön sagt. Ne? Kann ich ihn ankritzeln? Hier oben ist immer die große Gefahr. Aber wem sage ich das, Leute? Das wisst ihr alle. Nee, das war wirklich ein ziemlich großes Ding. Gegner, die ich nicht sehen kann. Da hinten ist Rauch. Jo, da raucht sich einer gewaltig ein. Jo, das Geräusch kenn ich. Irgendwo ist ein Puma. Wo auch immer hier ein Puma. Okay, an der Stelle. Scheiße. Der hockt direkt auf den Punkt. Und wir haben nicht die Punkte. Naja, tut mir leid, Leute. Das wird leider nichts. Das hätte ich mir anders überlegen sollen. Ein andermal überlegen sollen. Besser überlegen sollen. Ihr wisst, was ich meine. Shit. Bin getroffen. Nee. War der Rauch noch dazwischen? Scheiße. Sehe ich ihn gar nicht mehr. Schlecht. Sehr schlecht. Verfluchter Mist. War ich zu langsam. War deutlich zu langsam. Kann natürlich auch sein, dass man die Munition abgefällt. Oh, okay. Eine Rakete oben. Okay. Ich muss jetzt hier vorsichtig sein. Ein alter Kadaver rum. Erstmal Fernglas. Und schauen, ob man da nicht irgendwas entdeckt. Wie war das vorhin? Auf dem A-Punkt steht einer. Ich sehe jetzt gar nichts. Nee, da ist so viel Geröll dazwischen. Aufs besseres freies Sichtfeld.
Aber wir holen B, das ist doch schon mal ein... Ja. Hoffnung. Der was? Oh, da ist er. Da oben ist ein Hügel. Da oben ist ein Hügel. Artillerie auf A, nur als Vermutung. Kann ja sein, dass der Typ da hinten noch nicht im Zimmer steht. Vermutung ist sehr nah. Aber, naja Leute, ihr wisst nicht mal, wo ging das immer durch. Das war mit Dina. Mit Dina. Also hier wäre eigentlich ein perfekter Hinterhalt jetzt. Hier irgendwo in der Seite oder so, aber... Hier oben kann man ja nicht mehr hinfahren, die haben sie jetzt momentan so schön probiert, oh, jetzt schon montiert, schneller zu spielen. Ich glaube nicht auch, dass wir dann noch nicht gewesen sind. Was ist das hier? Nee, ich habe mich geirrt. Ich habe mich verguckt. Ich lasse das. Ich hab Schuss gesehen. Da. Boom! Scheiße, ja, Motor, Ladeschütze raus. Sehr schön. Der muss erstmal rappen. Nochmal was kaputt machen. Hauptsache, er kommt nicht vom Fleck weg. Nochmal. Gleich, ja. Rache ist süß, ne, mein Freund? Rache ist süß. Ja, das bringt ihn aber herzlich wenig. Okay. Der Arsch ist auch nicht gerade doof. Dankeschön, wer auch immer mir geholfen hat. Au, scheiße. Irgendwo ist der... Oh, da oben. Da oben. Da oben ist einer. Aber hey, ich habe mich nicht so schlecht gerade angestellt. Immer noch nicht genug Punkte. Sag mal... Ich werde hier wahnsinnig. Ich werde hier wahnsinnig. Ich will da nur noch ein paar restliche Points haben. So, wir haben da oben irgendwo einen gesehen. Hier einen gesehen. Die Frage ist nur, wo er nochmal war. Dazu müsste ich auf meine alte Position zurückkehren. Das wäre aber eher doof. Okay, wir haben aber die Zeit. Das ist schön dabei. Wir haben die Zeit. Vielleicht kriege ich damit die restlichen Points zusammen. Vorbei. Also hier ist irgendwo einer. Ich sehe ihn leider nicht. Es ist halt auch so schwierig, nach was soll man Ausschau halten. Das ist das Problem, weil es gibt ja jetzt auch die gemischten Schlachten. Okay, da hinten hat es explodiert. Es gibt ja auch diese gemischten Schlachten. Hier leider. Daher weiß man halt einfach nicht, woran soll man sich da so orientieren, ne? Ich habe diese, ich sag's mal so, ich habe das schon öfters mal gelesen, wie sehr sich die Leute darüber aufregen, dass das hier manchmal sehr gemischt abläuft mit realistischen Panzerfahren und man nicht weiß, ob man jetzt Freund oder Feind gerade angeschossen hat, also mindestens auf einen schießt. Ne? Ja, gut. Ich wollte es, es hat nicht geklappt. Ich dachte, wir haben noch die Zeit, aber sieht so aus, als wären die Gegner wohl alle geschlagen.
oder kaum noch welche da. Tja, Leute, das war's. Sorry, dass es nicht so geklappt hat, wie ich es mir erhofft habe. Ich dachte auch, ich ziehe das mit fliegenden Fahnen durch, aber ihr seht ja, es war jetzt ein Versuch wert. Also, ihr kommt leider doch nicht so in den Genuss, oder ich komme nicht mal in den Genuss, die A10 in diesen vollen Zügen, in einer realistisch Panzerfahren zu probieren, es zu nutzen, sondern ich werde sie halt, ja, nächste Woche gehe ich einfach damit in realistisch fliegen und mache dann da meine Action, ne? Was lädt der da jetzt? Verschoben? Irgendwas hat er verschoben? Irgendwelche Daten? Okay, keine Ahnung, was er da wieder fabriziert. Ihr seht, das ist ja sowieso in letzter Zeit sehr, sehr viel. Ja, irgendwie verschiebt er immer irgendwelche Daten, was weiß ich. Na gut, Leute, dann, wie gesagt, nimmt es mir nicht übel, dass es nicht so funktioniert hat. Ich habe halt da, ich muss mehr Panzer fahren in realistisch. Muss aber auch die Zeit dafür haben, Videos produzieren für Arcade, dann hier für Destiny, es sind immer noch die Hüder-Spiele. Dann bereite mich auf ein nächstes Projekt vor, was wir vorhaben zu machen. Steht aber noch in den Startlöchern, also das dauert noch ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen warten. Und ja, daher, ja, man will halt mehr aus dem Kanal machen und ja. Da sind wir halt alle in der Truppe. Na naja, gut, es sind ja nur Yuki und ich und ja, was soll ich da sagen? Was soll ich da sagen? Ist nicht so einfach alles. Gerade wir kommen jetzt Sommerloch, ne? Wir kommen jetzt in den Sommer rein und ehrlich gesagt drängt es mich eher nach draußen ins Schwimmbad zu gehen ohne Maske. Das ist so geil. Oh, einfach nur schwimmen, einfach nur chillen, einfach nur. Ja, ihr versteht mal, ne? Ich bringe euch schon auf Gedanken. Na gut, dann, wie gesagt, seid mir nicht böse, dass es nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Ich werde mich in Zukunft versuchen zu verbessern, aber eigentlich bin ich mehr für Arcade. Ne? Das mit realistisch ist halt wirklich nur so ein extra Mal, ne? So ein extra Ding mal. Naja, gut. Jo. Dann euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns Freitag. Ja, immer noch kein Plan, was genau gemacht wird. Also, ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, was gerade läuft. Jo. Also bis dann, Leute.